prinzipiell ist es ja so, wir bereiten die Mannschaft eigentlich mehr oder weniger in jeder Woche auf den Gegner vor. Ja, das ist Videoanalyse, das sind natürlich auch die Details, weil Nürnberg jetzt in einem anderen System spielt, als Bielefeld es getan hat. Auch eine andere Art und Weise des Fußballspielens praktiziert. Insofern sind wir natürlich im Detail auch jetzt hier mit der Mannschaft unterwegs, mit Videoanalyse und natürlich auch mit ganz speziellen Trainingsformen auf dem Platz, um uns da einzustellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich unheimlich wichtig, dass wir unser Spiel durchbringen, dass wir das, was wir gegen Bielefeld noch nicht ganz so gut gemacht haben, jetzt einfach besser machen. Im Detail, vor allem in der Viererkette und in der Abwehrabstimmung noch mehr nach vorne verteidigen, dass wir sie immer mehr vom eigenen Tor weghalten, die Gegner. Und ja, darum wird es auch im ersten Heimspiel jetzt gegen Nürnberg gehen. Also ich freue mich riesig auf dieses Spiel, zum ersten Mal, also wirklich auch vor Publikum in dieser Arena zu sein. Die Arena begeistert mich sowieso die ganze Zeit, wenn ich drüben in der Geschäftsstelle bin und wir dort den Blick in diese Arena haben. Jetzt ist ja ausverkauft und ich bin mir 100% sicher, dass unsere Fans uns auch tragen werden. Wir müssen natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass wir einen ganz ehrlichen, aggressiven, offensiven Fußball zeigen und Nürnberg in allen Bereichen fordern. Also ist schon was Besonderes, das muss ich schon sagen. Ja, also ich komme ja aus der Region, ja, und insofern sind die Spiele gegen die Vereine, wo ich selber auch gespielt habe, natürlich was Besonderes. Auf der anderen Seite geht es jetzt einfach auch um einen Beruf. Ich bin Trainer jetzt hier und werde natürlich meine Mannschaft ganz gezielt auf Nürnberg vorbereiten. Wir sind in der Videoanalyse, wie ich schon gesagt habe, sehr intensiv unterwegs und werden der Mannschaft zeigen, wie Nürnberg sowohl mit Ball als auch gegen den Ball tickt und was sie ihre Stärken und was eventuelle Schwächen sind. Man muss schon sagen, die Mannschaft zeigt wenig Schwächen. Es ist eine sehr kompakte und gut aufgestellte Mannschaft. Aber es gibt 3 Punkte zu holen und die wollen wir haben.